Darf ich mal ein paar Ari-Bilder einblenden? Das hält die Zuschauer noch. Das ist einfach ein Best-of-Stream. Nur der Streamlet. So, liebe Zocker-Launcher, bevor die hier alle hier alles tot quatschen, herzlich willkommen zum Community-Event mit Siedler Fick dich 5. Wir spielen heute, weil ich eine Wette gegen Banzai verloren habe, ein Ründchen in diesem tollen Spiel. Und ihr werdet jetzt gleich mal lauschen können, was die Herren hier um mich rum hier alles zu erzählen haben und ihr schnell feststellen, warum dieses Spiel so scheiße ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go, ihr könnt weiterreden. Immer noch, Kevin ist nicht dabei. Ich kann meine Farbe aber nicht ändern. Achso, da fährt Silber, du hast dann drinnen. Achso, okay. Felix fehlt noch. Das Gute ist, ich finde das super lustig. Nach diesem Stream fragt mich keiner mehr, warum ich nicht. Roma kennt hier keinen. Oh shit, ich habe irgendwie einen Blackscreen gerade in Siedler 5. Nein! Hört sich doch gut an. Da hat wohl jemand Alt-Tab gedrückt. Siedler noch mal an. Also, ich wenn ich keinen Bock mehr habe, drücke ich einfach Alt-Tab und die Sache ist geritzt. Gut, ich gehe mir mal irgendwie Alkohol. Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach generell, kein bisschen raustappen, sonst ist gewesen. Er kann uns einfach rein. Übrigens, Belagerungskanonen nur als kleiner Hinweis, wenn die irgendwer baut, die machen keinen großen Schaden an Einheiten, baut Eisenkanonen. Das weiß ich. Wieso machen die keinen großen Schaden? Wenn da steht 73, dann sollen die 73 Schaden machen und nicht. Die sind stärker gegen Gebäude, weil es Belagerungskanonen sind. Wenn da steht 73 Schaden, dann machen die bitte 73 Schaden da, wo sie hinschießen. Ja, 73 Schaden gegen Gebäude. Hey, könnt ihr mal die Fresse halten und dann können wir das jetzt hier zu Ende bringen? Wieso ist nein, wir spielen das 40 PT, ganz klassisch. Wir spielen nicht 40 Minuten PT, bist du verrückt? In 40 Minuten? Ah, so viel Lebenszeit, nein! Von mir aus 10 Minuten PT oder sowas. Du musst lange leiden. Weißt du schon nach 5 Minuten nicht mehr, was ich machen soll. Was soll ich denn da? 40 Minuten? Warte mal, ich kann laufen. Bau mir einfach alles nach. Obwohl, wenn's crasht, ist nicht so schlimm. Man kann neu reinjoinen. So. Flo, einen guten. Ich hab Schafe. Ich sage nur, das wird alles eine Katastrophe. Schnaps und Shisha. Und jetzt? Ja, aber der Roma macht das gleich, der startet gleich das Spiel. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es endlich Alter, geschafft. Wenn ich rauszoome, ist alles schwarz. Oh ja, same. Same haben wir auch. Ja, same. Ja, irgendeiner hat einen Skriptfehler. Ja. Ja, ich bin nicht raus. Also muss ich ganz ranzoomen? Ja, wird ein geiles Spiel. Roma? Ja, bitte. Weil, ohne Helm, könnte es sein, dass das am neuen MRS liegt? Alter, das wäre dann nur bei einem der Fehler. Das Spiel zeigt sich von seiner allen besten Seite. Ich hasse dich. Ey, es ist halt einfach schwarz. Ja. Sonst müssen wir halt echt Speedball spielen. Ja, aber ja, ich sag dir, ich kann dir sagen, Roma, warum. Ghoul hat seine Map nicht geupdatet. Oh, keine Sorge. Patrick, wir haben noch eine Dings. Option B. Genau, zweite Option. Keine Sorge. Das war das Community-Event. Wenn ihr den Gamer haben wollt, dann drückt einfach F1. Alter, Junge, Slayer, jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. F1 und jetzt? Ich hab grad mein Menü verloren. Ja, ich auch. Ich krieg's nicht mehr zurück. Ah, okay, also wir haben gerade hier unseren Server-Hoster, der schaut gerade wohl bei einem von euch im Stream zu, der versucht gerade das zu fixen. Ah, auch gerade mein Menü verloren. Einer von uns kann der, ja, das sollt ihr gleich laufen. Ja, Patrick, ich möchte nur sagen, Siedler, das hat bei uns tatsächlich mittlerweile Tradition, dass sich das Spiel verzögert. Also das ist normal bei Siedler 5. Hä, hey, ist auch nochmal bei Siedler 4. Man kann die Karte drehen. Ah, ist das Siedler 4? Das ist so, so läuft das also bei euch Siedler 5 Spielern, okay. Warum steht bei mir Unknown Script? Was? Ja, das ist normal, das ist alles, das ist eigentlich alles. Das ist normal! Hier steht was? Ich kann kein F1 mehr drücken, wenn ich F1 drücke. Wir haben alle schon F1 gedrückt vor dir, wir wissen, was dann passiert. Okay, mein Spiel ist abgestürzt, ich habe kein Blackscreen, ist alles gut. Was? Auf dem Updater kann man auf Kill drücken? Ja, dann beendet sich das Spiel sofort. Geil! Ich konnte sogar zweimal Kill drücken und jetzt?
Das war jetzt ein Highlight für mich. Das war jetzt wirklich ein Highlight in Siedler 5. Doch, Kunstspiel hat das. Ja, doch, ganz geil. Ja, doch, wirklich. Können wir jetzt aufhören. Sollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist. Also, einfach, ich kann dir den Changelog mal vorlesen. Moment. Das interessiert hier keine Sau. Ich habe extra noch diesen tollen Bugfix fürs Rauszoomen installiert gestern. Na, ich hab gedacht, hey, komm, ich zieh alles durch, ich installiere jeden Scheiß, ja. Damit du das beste Spielerlebnis hast und dann passiert sowas. Raytracing und so weiter, alles aktiviert, ja. Raytracing, Alter. Das beste Spielerlebnis. Also ich hoffe jetzt im Namen Gottes, dass das klappt, sonst spielen wir wirklich Speedrun. Damit wir einfach alle abfacken. Dann spielen wir wirklich Speedrun. Ich mach das Weihnachten-Tutorial für den Scheiß, so richtig mimig. Video. Ja, du kannst echt auf dem Siedler 5 Discord-Moderator werden. Ja, na danke. Patrick's richtig gelangweilt. Ich hole mir noch was zu trinken, das reicht sicher nicht. hat irgendjemand noch einen besonderen Farbenwunsch? Der knappköpfige Axtkämpfer. Türkei. Frag nicht nach Farben, da werden wir bis morgen nicht fertig. Doch, das ja, ich stell jetzt hier irgendwelche Farben ein, dass nicht jeder die gleiche hat. Du gibst mir fucking blau an, sonst schlage ich dich. Ich behalte blau. Oh, warte mal, jetzt etwa los! Nein! Ey, war das hab ich doch gestern irgendwo chatten. Ja, dann geh doch mal raus und lad gleich rein. Lösch den Skin. Nein. Doch. Nein, wir spielen jetzt. Spielen das jetzt los? Ende. Was muss ich tun? Die scheiß Regeln weg. Also du gehst raus aus dem Spiel, löscht diesen Skript. Nein! Start jetzt! Will ich noch mehr Verzögerung. Sofort! Immer dieses scheiß Regelfenster da endlich weg, Mann. Ja, drück mal. Das Spiel startet. Nee, das Respekt. Wer knabbert an meinem Mäuschen? Was? Du bist alleine? Kann mal aufhören, ich hasse die Stimme von dem Kerl. Du bist doch ein Nichtsreicher. Marco, bist du anwesend? Ich bin anwesend, muss da eben rausgehen, weil ich was mit dem Schirm habe. Bist du jetzt noch anwesend? Ich bin alleine auf dem Schirm. Robin, du bist Robin, ne? Nein, ich bin der Surfer. Ich benötige Schwefel. Ja. Dann hast du es nicht geupdatet. So? Nein! Darf ich mal ein paar Ari-Bilder einblenden? Das hält die Zuschauer bei der Das ist einfach ein Best-of-Stream. Nur der Stream lädt. Hallo, geh jetzt in der extra 2 Partner, sonst fahr ich zu dir nach Hause, wirklich. Jetzt nochmal. Extra 2! Der Surfer, der braucht Hilfe, steht doch im Chat. Ja. Maps? Was wir macht der? Dir ein paar Taler. Ein paar Scheiße. Also so du hast die Ordner wow. gar nicht. Weißt du, du sollst die Ordner löschen. Du hast die Ordner gar nicht. Ich hab sofort zu Hilfe. Es wurde doch gesagt, man sollte diese Ordner doch löschen. Das lässt jetzt durchlaufen. Hab ich ja. Nein, hast du nicht. Na klar. Nein, hast du nicht. Okay, ich geb dir einfach mal das Recht. Finde ich gut. Ja, der Silver doofe Stati-Sieger. Das Wichtigste in diesem Stream, habe ich so das Gefühl. Gar nicht mal so. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein paar Leute sogar noch Abfahrt hier einzuladen. So, ist jetzt fertig. Hier müsst ihr verteidigen. Zu so, ja, jetzt habe ich sie wieder. Ja, danke. So, und jetzt startest du gefälligst das Spiel. Es kann losgehen. Siehst du auch den Baumstamm? Wow. Yeah. Au. Spielt Server in unserem Team? Respekt, Helden ist ja mega. Oh mein Gott! Nein, was musst du tun? Alte 4. Oma, du klaust keinem ein DZ. Jeder hat 3 DZs. Jeder behält 3 DZs. Alter, fängst du bis jetzt schon nicht so einzuschränken, oder was? Ja, du klaust. Nein, jeder soll hier das volle Spieler. Ich klaue! Was? Bisschen deep. Alter, schlecht mal deine Siedler 4 Stories erzählen. So, deep. Banzai! Banzai? Hallo? Ja, hallo? Du wolltest mir sagen, was ich tun soll?
Du kannst Leibeigene erstmal machen. Mach erstmal Leibeigene. Und ein Wohnhaus baust du jetzt erstmal nicht. Bau erstmal hier die Lehmine auf. Wie macht man dann dieses dämliche Fenster dazu? F6. Gar nicht, das wirst du für immer und ewig sehen. Was sind denn hier die Minen und so? Das ist mir ja gar nichts. Warum werden mir eigentlich die Leibeigene noch markiert, wenn ich sie gar nicht markiert habe? So, und so, Patrick, hier ist noch eine Mine. Du siehst sie auf der Map, wenn ich sie markiere. Und hier sind noch Minen. Die kannst du bauen. Das ist die scheiß Stemmine, Alter. Ja, ja. Warum sieht das Schwefel so cool kann ich aus? Ich unendlich Bauarbeiter. Ich weiß gar nicht, was mir gehört hier. Eisen. Balancing Stuff. Jupp. Okay, das Eisen sieht echt cool aus. Da kann man jetzt nichts sagen. Wann sagt das normal, dass die Leibeigenen auch an so Welt bleiben, obwohl man sie gar nicht ausmacht? Nicht genug Wohnhäuser drunter. Was meinst du? Alle Bauern, ja, da steht quasi immer Leibeigenen drüber. Einige Siedler haben nichts. Hä? Verstehe nicht, was du meinst. Also nochmal, wenn du jetzt eine Einheit auswählst, dann werden sie ja markiert. Bei mir bleiben die, sind die dauerhaft markiert, ob ich die auswähle oder nicht. Nee, eigentlich ist das nicht normal. Ja, und das mit dem Siedlungsplatz und den Gebäuden, die da rumstehen. Was, Patrick? Da stehen so Gebäude rum, Siedlungsplatz. Häuser, du Lauch. Da kannst du gleich ein Dorfzentrum, das kannst du eigentlich direkt machen, Dorfzentrum besetzen. Wo ist meine Steinmine? Das mangelt hier nie an DZ-Platz. Wo sind die Steinmine? Banzai Pingma. Eure Stein, also Patrick hat seine Steinmine, glaube ich, hier. Patrick, da ist deine Steinmine. Eure müsste... Kannst du erstmal belegen? Boah, ich weiß nicht, wo eure Steinminen alle sind. Ich glaube, eure könnte hier sein, wenn Ghoul die Map gedreht hat, was ich ihm zukommen würde. Irgend so ein Penner hat auf meine Mine draufgebaut. Übrigens, Panzer. Irgendjemand hat keine Mine gebaut. Auf deine Mine baue ich nicht, nein. Na, irgendein anderer, ein Gegner halt. Nee, grün. Wer ist ein grün von uns? Panzer. Nein, bin ich nicht. Die Golderzgrube? Ja. Oh, Felix ist dein Feind. Ja, ist Felix gut. Ist mein Feind. Ja. Ist wieso? Nee, im Real Life halt, ne? Ja, ist gut. Ach, da wird eine Schwefelmine draus. Ach, das ist eine Schwefelmine oder was? Nee, die Goldmine fördert Gold. Tatsächlich. Was für Goldmine, Alter? Was ist da? Es gibt Goldminen, es gibt Gold- und Silberminen. Warum gibt's denn Goldminen? Hat man geerdet. Was machen die? Gold fördern. Ja, was kommt? Taler oder was? Taler. Ja, Taler. Die geben dir Taler. Drück mal Tabs. Und was bringen dann die Silberminen? Silberminen kannst du später richtig OP-Packs und so drauf machen oder einen Dom bauen. Von Dom bauen. Ja, das war ein Dom, ist klar. Ich habe jetzt 16 Leibeigene. Brauche ich 100? Genau. Oder? So, du baust jetzt erstmal noch eine Hochschule und erforschst Bildung. Ich soll eine Schule bauen? Freiwillig? Frei, oder? Ja, eine Hochschule, du brauchst eine Hochschule, richtig. So, und jetzt habe ich hier noch irgendwo anders Minen. Das ist noch irgendwo eine Steinmine halt. Oh shit. Ihr habt nicht der oben eine Schmiede oder nicht? Durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren. Eisenmine. Ich habe kein Essen, kann das sein? Ja, Eisenmine hat eigentlich jeder zwei. Müsste eigentlich jeder haben. Pro Seite. Ich glaube, das ist nicht meine Schwefelgrube. Nicht so viele Bauernhöfe bauen, Patrick. Nicht so würde die Häuser bauen. Ja, was? Die versorgen halt nur, die machen nichts. Ist in Ordnung. Ich komm, wir wollen euch noch, was ist denn meine Burg? Ja. Das macht wir werden auch mal Betten gebaut, Alter. Was? Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Okay, wir können nur einen Helden anheuern. Fick dich mit noch ein paar Betten, Fertig, Meister. Schwefelschacht. Wo ist Eisen? Kann seinen eigenen Helden executen? Cool. Warte mal, ihr habt einen Helden? Ja, du kannst einen Helden auswählen. Ich finde meine Schwefelmine nicht. Hat auch hier. Hallo Ari. Hallo Ari. Ey. Aber ich habe jemanden seine Schwefelmine weggenommen. Patrick, wenn du zum Beispiel Haus und Hof baust, also Wohnhausen bauen, baust du die zum Beispiel zu den Minen hin, dass die Arbeiter gehen dann da rein. Dann arbeiten die schneller. Die baust du also direkt zu den Gebäuden hin. Ich habe jemanden seine Schwefelmine weggenommen. Er kann eine von mir haben. Das ist übrigens nicht Ari, sondern Kerberos ausgebaut. Also meine Schwefelmine. Du kannst eine bei mir haben. Entschuldigung. Also Grün hat mir alle im Prinzip alle Minen geklaut. Ne? Also die Eisenminen sind hinten. Jeder hat zwei. Guck mal bitte nach deiner Stadt. Hey, deine Steinmine müsste eigentlich hier sein. Guck mal hier mit deinem Helden. Was ist mit mir? Das hat Blau geklaut. Ganz sauber. Ungefähr ja, die ja. Eisenminen sein. Ja, das ist bis zum anderen Team, deswegen habe ich nichts gesehen. Banzai. Ich hab's ja deswegen Global. Ich glaub, ja. Also, ihr um mich rum. Wer ist denn Blau und Grün? Wer ist denn das? Ja, ja. Ich bin Grün. Okay, also, du hast die eine Seite von mir weggeklaut und Grün die andere. Ich hab keine. Also, Patrick, erstmal, hier ist noch eine Schwefelmine von dir. Die kannst du besetzen. Die ist doch schon besetzt von Grün.
Natürlich. Nein, das ist noch eine da drüber. Das ist noch ein Schildwirtschaft. Ist kein Problem. Irgendjemand hat jetzt hier, Violett hat meine Eisenmine, glaube ich, besetzt. Das läuft doch schon mal super. Ich glaube, du kannst eine bei mir haben. Siehst du, da ist ein Steinbruch. Ja, du bist der Penner, du bist gemeint, ja, du Penner. Und jetzt erstmal erforschst du Bildung in deiner Hochschule. Bildung ist natürlich ist ja nicht schlecht. Hochschule. Meistens. Das braucht man nicht. Weil dann kannst du die Steuern hochstellen. Aber hab kein Holz. Weißt du denn jetzt gar nicht mehr, wer hier redet? Ist das Ingame oder ist das Patrick? Und noch wichtig, bild Leibeigene aus. Egal wie viel du getan hast, bild erstmal Leibeigene aus. Aber keine Platz mehr am Dorf. Sollen sich vielleicht die Teams mal hier in den anderen Channel... Nein, wir quatschen durcheinander. So. Das ist der Sinn vom Spiel und macht mega viel Spaß. Nein, mach das, dass er uns selbst dazu geben kann. Weil die Teams ist auch Violett und zwei Profis dabei sind. Ja, ich. Ja, weil irgendwie hast du gleich Eisenminen von mir geklaut. Achso, da hinten ist noch eine. Was das denkst du? Ja. Nee, da hinten sind zwei. Okay, dann. Ich dachte, man nimmt immer die am nächsten dran sind. Nein, Alter, ich nehme natürlich deine. Klasse, danke. Ich frass bin doch noch keine. Irgendwo ein Dorfzentrum. Warum ist denn hier bei mir kein Dorfzentrum mehr? Du hast hier ein Dorfzentrum. Wie viele Schwefelminen kriegt jeder? Alter, wir haben eigentlich Gold zwei. Eigentlich hat jeder zwei Schwefelminen. Da ist auch noch ein Dorfzentrum das von dir. Das ist wirklich Felix. Meins. Okay, dann mach ich mir das. Wer ist gelb nochmal? Die Enden. Patrick, wie viele Taler hast du gerade? Patrick, wie viele Taler hast du gerade? Was? Was? Ey, Banzer hätte gewinnt, dass es ein Freund ist. Das? Was? Geld. Also Chat, ich schwöre euch, also wenn ich jetzt keinen Schnaps hier hätte, ich wäre schon längst. Sollten wir mal bitte die Channel trennen, ich blick hier auch. 370 plus 2. Dann bild Leibeigene aus und lass die Holzhacken und Bildung erforschen. Ja, kann ich, okay, Alter, wer hat jetzt meine Wertmodell? Haben sie schon wieder. Da hab ich denn hier keine Eisenmine? Junge, keine Steinmine. Reiß da ein scheiß Dorfzentrum da weg, was ist das? Wer? Der Orange. Da, bitteschön. Wie viel müssen denn Holz fällen? Ja, so wie halt alle anderen auch. Ach, da ist das dritte. Ich bin blind. Holz geschafft. Ja, dann erforsch Bildung. Hab ich. Jetzt? Ja, dann kannst du jetzt die Steuern hochstellen und gleich eine Kapelle bauen. Mal angenommen, ich wüsste nicht wie. Ach hier, sehr hohe Steuern. Es gibt keine Bildung für das Volk. Du kannst auch deine Burg kriegen und da kannst du die Steuern hochstellen. Sehr hoch oder hoch? Ja, sehr hoch, sehr hoch. Ja, okay. Immer deine Arbeiter ausbeuten. Ich will übrigens nochmal festhalten. Entschuldigung, Flo. Ich will übrigens nochmal festhalten, dass hier vorhin fast 80 Leute zugeschaut haben, wie alles wir uns mit Siedler 5 quälen. Alles offen. Es gibt zu. So, habe ich denn keine Steinmine? Natürlich. Vor alle Bauern. Frage nochmal okay. An die Runde. Soll ich euch das machen, damit ihr in verschiedenen ja, bitte. Ja, wir können ja mal kurz pausieren. Wo ist denn hier meine Steinmine? Bonzi. Patrick, willst du Steinmine. Getrennte Channels? Ja, nein. Ja, los. Egal. Ich verstehe den Banzai nicht. Ihr könnt ruhig alle gehen, ja. Ich weiß nicht, nicht mehr. Ich weiß nicht, wer mein Team ist. Ente ist auch bei Roma, glaube ich. Ich bin in deinem Team, glaube ich. Dann move mal. Also, ich weiß, es ist Banzai und ich weiß, es ist King Joe. Weil die haben ja echt zugebaut, die zwei. Marco oben und King Joe, schade um dich. Tschüss. Hat man jetzt zwei oder drei Dorfzentren? Alex ist auch noch oben. Und Alex. Tschüss. Tournament Winner Alex. So, Patrick, jetzt erkläre ich es dir nochmal. Erstmal, du hast hier deine Wohnhäuser. Die baust du zu den Minen hin und zu deinen anderen Gebäuden. Die Leute aus den Minen gehen dann da rein, arbeiten dann also schnell, genauso mit den Bauernhöfen. Okay, sind alle in der Hochschule hast du Bildung erforscht und stellst in der Burg auf sehr hohe Steuern. Dann kann du eine Kapelle für deine Motivation. Oh, schade. Kapelle. Was, eine Kapelle? Eine Kapelle. Ja, kann man nicht einen Puff bauen oder sowas für die Motivation? Nee, das gibt's leider nicht. Und jetzt, wenn es geht, erforscht auch noch Konstruktion. Okay. Können wir weitermachen? Das kannst du nebenher erklären. Ja. Silber, du musst carryen, das ist dir klar, ne? Konstruktion. Mathematik, Alchemie, was hast du gemeint? Konstruktion. Kein Holz. Fertig, wo ist denn meine Steinmine? Deine Steinmine müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da ist aber nix. Du hast noch nicht geguckt. Ach, da stand doch gerade Leibeigene. Ach stimmt, du hast ja, das ist ja jetzt in Siedler 5 anders, so wie in Siedler 4 ist das. Da war ja was. Aber gern. Wird erledigt. Und irgendwie das Gejammer ausmachen. Bauen eine Brauerei. Was, man kann eine Brauerei bauen? Wo? Brauerei, nein. Langweiliges Scheiß, die können wir Siedler spielen.
Ja, können wir einen Siedler spielen? Der Tag der Abrechnung. Steuer und Sold werden. Nein! Steuer und Sold. Dafür bist du jetzt erstmal gebannt. Passend dazu hat gerade einer meiner Siedler gesagt: Vergesst es! Hab ich da jetzt eine Mine hingesetzt? Ist meine Steinmine bebaut? Ich habe auch keine! Ja, wir haben einfach scheinbar keine. Ja, du hast eine Steinmine, Patrick. Ja, ist da was rings reingebaut oder sieht immer so aus? Gelb und wenn da so Leute drunter sind, diese Kreise, dann ist die schon fertig und auch besetzt. Gelb hat zwei Steinminen und ich habe keine. Das ja, heißt, perfekt, dann hat Gelb eine geklaut. Es beginnt. Zurück. Es fängt jetzt an zu blitzen, nur sagt keiner Hinweis. Und was heißt das? Viel Spaß auf euren Ohren. Ich brauche Leben! Wer lebt mir ein paar Tage? Ich bin da schon draufgestellt. Ich hab was rausgefunden. Du kannst übrigens mit STRG noch mehr kombinieren. Warum hast du passiert? Kann jemand mit Eisen aushelfen? So, habt ihr es jetzt? Kannst du bitte? Du kannst es auch mit STR. Wieso pausiert das Spiel jetzt? Ich bin raus. Weil Patrick rausgeflogen ist. Alle fliegen raus. Tja, Leute, das war das Community-Event von Die Siedler für Mörder. Alle sind einfach rausgegangen. Hä? Das Game hat einfach gecrashed.